Liebe Gäste, herzlich willkommen im KKL Luzern. Damit Sie die Veranstaltung ungestört genießen können, bitten wir Sie, Ihre Mobiltelefone auszuschalten. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass das Fotografieren und Filmen mit Kameras oder Mobiltelefonen nicht gestattet ist. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Vergnügen im KKL Luzern. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Ein Glücksfall, dass es gelingen konnte, in dieser hektischen Zeit vor der Abstimmung zur Initiative gegen die Masseneinwanderung. Simonetta Sommaruga muss man eigentlich oder nicht nur eigentlich nicht vorstellen. Trotzdem zwei, drei Worte. Simonetta Sommaruga ist nahe hier unserer Gegend aufgewachsen, in Sins, in einer Familie mit zwei Schwestern, einem Bruder, zwei Brüdern, eine Schwester. Sie war in Immensee am Gymnasium, hat dort Matura gemacht. Sie hat Musik studiert, und zwar in Luzern. Es gibt Leute, die mit ihr in der Klasse waren, habe heute zufällig eine Kollegin getroffen, die mit ihr studiert hat. Ja. Sie war dann auch in Kalifornien noch und in Rom. Und dann hat sie noch studiert Romanistik und Anglistik in Fribourg. Und dann kam die Drehung Richtung Politik, indirekt über den Konsumentenschutz, zuerst als Geschäftsleiterin, später dann als Präsidentin und auch Präsidentin der Entwicklungsorganisation SwissAid. Das so ein bisschen die Palette. Frau Bundesrätin, wir sind hier im KKL, eines der europäisch größten, berühmtesten Konzerthäuser. Könnte ja sein, ich hätte Sie hier begrüßt nach einem Konzert als Pianistin. Kommt ab und zu ein bisschen Nostalgie oder Melancholie auf, dass Sie denken, wäre auch ein schöner Weg gewesen? Ja, guten Abend. Melancholie. Nein, eigentlich nicht. Die Musik spielt immer noch eine wichtige Rolle in meinem Leben. Ich habe heute Morgen meinen Tag begonnen mit dem E-Dur-Präludium aus dem wohltemperierten Klavier von Bach. Vielleicht, wenn Sie sagen Melancholie, das Einzige, was mich manchmal etwas melancholisch stimmt, ich habe die wirklich großen Anfragen von großen Häusern, um aufzutreten, mit dem Klavier aufzutreten, erst bekommen, nachdem ich Bundesrätin war. Das mag mich manchmal ein bisschen. Ich denke, es kommt jetzt einfach etwas zu spät. Aber ich komme ja trotzdem ins KKL, ich komme sehr gerne, um Musik zu hören, und ich bin auch heute Abend sehr gerne gekommen. Was war dann eigentlich ursprünglich dann die Idee, dass Sie gesagt haben, nein, die Musik ist es nicht? Haben Sie überhaupt an eine Virtuosenkarriere gedacht oder eher Musiklehrerin? Was war ursprünglich die Intention? Ja gut, also ich glaube, wenn man da als junge Musikerin im wunderschönen Konservatorium Musik studiert, dann hofft man schon, dass man sich entwickeln kann und diese Musikerkarriere einschlagen kann. Aber ich glaube, ich war auch relativ früh dann auch realistisch genug, um einzuschätzen, was drin liegt und was nicht. Und fürs Unterrichten war ich nie so wirklich geeignet. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich habe immer lieber selber gespielt. Und wie dann noch das Zusatzstudium Anglistik, Romanistik? War das einfach eine Vorstellung, immer noch vielleicht in der Pädagogik, mal später Mittelschullehrerin, oder ein literarisches Interesse primär? Nein, ehrlich gesagt, es war umgekehrt. Ich wollte Übersetzerin werden. Ich habe mich immer interessiert. Ich bin fasziniert von Sprachen, von der Literatur. Und die Kombination hat dann eigentlich
ergeben, dass ich mal Literatur übersetzen würde. Und als ich dann realisiert habe, dass das auch wieder in die pädagogische Arbeit hineinführt, weil Übersetzerin von Literatur ist wahrscheinlich etwa ähnlich brotlos wie Pianistin. Und dann habe ich realisiert, dass das nicht mein Weg ist. Und ich muss das einfach jetzt der Vollständigkeit halber auch noch sagen, ich habe das Studium nicht abgeschlossen. Also das Anglistik- und Romanistik-Studium. Ja, in eine klassische Studienabbrecherin. Also das heißt, dann kam irgendwann dieses schöne Inserat gesucht, Geschäftsleiterin Konsumentenschutz. Und Sie haben sich beworben und das gekriegt. War es mehr oder weniger so? Ja. Und gab es in der Familie eine Disposition zu diesem sozialen Engagement? War das in der Familie ein Thema, was immer auch mitgelaufen ist? Also ich denke, was in der Familie angelegt war, war ein Interesse an der Welt, ein Stück weit auch an der Politik, also jetzt nicht im näheren Sinn Parteipolitik, aber ein Interesse auch für die dritte Welt. Ich meine, ich war in Immensee in der Schule. Sie auch, wenn ich mich richtig erinnere. In Luzern. Sie waren in Luzern. Ja. Immensee ist eine Schule. Ich habe ja vorwiegend Patres gehabt und auch eine Nonne als Lehrerin. Und die Immenseer Patres kamen ja jeweils zurück, um Schule zu geben und sind dann wieder auch verreist in die dritte Welt und haben da viel mitgebracht. Und ich glaube, dieses Interesse an der Welt, an anderen Kulturen, auch an Zusammenhängen, auch die Auseinandersetzung dass es anderen Menschen weniger gut geht als uns, das denke ich, das war ein Geist, der bei uns zu Hause schon vorhanden war. Und das hat mich dann sicher auch in Immensee noch stärker geprägt. Ich habe als Gymnasiastin immer die Zeitung gelesen, und also nicht den Sportteil, sondern die politischen Seiten. Das hat mich immer interessiert. Aber ich konnte das noch nirgendwo festmachen und das ist dann eben erst später gekommen. Und dann waren Sie noch in der Exekutive in Könitz? Feuerwehr und Zivilschutz hatten Sie unter sich, auch schon speziell eine ein bisschen eher Männergesellschaft, denke ich. Ja gut, ich war noch fürs Schiedswesen auch noch zuständig und die beiden letzten Jahre dann noch für die Kultur. Ja. Und dann Nationalrat, Ständerat. Ich kann mich erinnern, in einer Sternstunde haben wir so ein bisschen spekuliert, Bundesrätin. Hatten Sie gar nicht damals auf dem Fokus, das kann man ja gar nicht haben, oder? Da geht man, das kommt dann oder kommt nicht. Das ist so. Das ist so, okay. Ja, wir wollen in dieser Situation, die politisch sehr angespannt ist für Sie, ich muss gestehen, wenn ich diesen Terminplan sehe, eigentlich täglich lese ich Zeitungen, sehe, Sie waren wieder da, Sie waren dort. Also ein unglaublicher Fahrplan an Auftritten. Es sind, glaube ich, etwa 14. Ihr Berater hat gesagt, es ist eine relativ enge Zeit, darum geht das. Also wie stehen Sie das durch, all diese Abende, diese Wochenenden? Also machen Sie sich keine Sorgen. Ich hoffe nur, dass Sie keinen Verfolgungswahn haben. Ab und zu sagen mir Leute, ich kann keine Zeitung öffnen, ohne dass du drin bist. Und dann denke ich jeweils jetzt, ist vielleicht dann auch zu viel. Nein, es ist eine sehr intensive Zeit. Es gibt eine Abstimmung am 9. Februar, die ist sehr wichtig. Ich denke, die ist für unser Land und für die Zukunft unseres Landes sehr wichtig. Und ich möchte mich engagieren. Der Bundesrat hat ja auch einen Informationsauftrag. Und was ich feststelle, ich bin jetzt tatsächlich sehr häufig unterwegs, es gibt ein großes Informationsbedürfnis, also was steht in dieser Initiative, worum geht es eigentlich und zusätzlich das Thema Migration, Zuwanderung, das alle Menschen bewegt, das lässt niemanden kalt. Und ich finde es eigentlich auch eine Chance, jetzt nicht nur wegen dem Abstimmungstermin, sondern überhaupt in dieser Form, ist ja auch ein Teil unserer politischen Kultur, mit den Menschen zusammenzukommen, ihnen Informationen zu geben. Ich denke, es ist auch eine Aufgabe von mir, zu einer sachlichen und differenzierten Debatte gerade in diesem sehr aufgeladenen Thema beizutragen, für Fragen zur Verfügung zu stellen. Ich mache das sehr gerne, ich lerne sehr viel und ich denke, das lohnt sich hier wirklich auch zu investieren. Jetzt hat genau zu dem Punkt die NZZ, glaube ich, vor ein, zwei Tagen ein bisschen darüber gemutmaßt, wie viel es dann ertrage an solchen Auftritten. Sie hat gefragt,
wo kommt man zu nahe an die Dynamik der ganzen Abstimmungskomitees, der ganzen Verbände. Das war so ein bisschen eine Kritik. Wie gehen Sie damit um, dass das nicht in den Ruch kommt, dass man sich da einspannen lässt? Ist ja ein, Sie haben es selber mal gesagt, hochpolitisiert, hochverpolitisiert, instrumentalisiertes Thema, dass man sich da zurückhalten kann in dieser Dynamik ein bisschen. Ja gut, also wenn der Bundesrat sich nicht engagiert, dann sagt man, das ist ja unglaublich, so eine wichtige Abstimmung und der Bundesrat engagiert sich nicht. Wenn er sich engagiert, sagt man, ja, das geht jetzt doch sehr weit. Ich glaube, das ist eine Art von Kritik, mit der ich sehr gut umgehen kann. Ich finde, es lohnt sich in dieser Frage wirklich, sich zu engagieren, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Ich merke das immer wieder, oder Migration, Bevölkerungswachstum, das wirkt sich auf die Landschaft aus, auf den Wohnraum, auf die Arbeitsbedingungen. Und hier wirklich eine Meinungsbildung sich zu machen und dann auch immer noch zu fragen, ja, was will denn die Initiative, worüber stimmen wir ab, was sind die möglichen Folgen einer solchen Abstimmung, wenn man Ja stimmt, wenn man Nein stimmt. Ich finde, das ist wirklich, ja, wichtig, dass man sich diese Gedanken macht. Und gleichzeitig sprechen wir bei diesem Thema auch sehr über unser Land. Wie soll die Schweiz aussehen? Was wollen wir für ein Wachstum? Wie wollen wir unser Land gestalten? Wie erhalten wir die hohe Lebensqualität in diesem Land? Also es sind ganz grundlegende, wichtige Fragen. Und ich glaube, es lohnt sich, dass man darüber spricht, dass man sich austauschen kann. Und noch einmal, ich finde, die direkte Demokratie lebt eben auch davon, dass die Mitglieder der Landesregierung nicht irgendwo im Büro sind und Interviews geben mit vorgefertigten Fragen und Antworten, sondern dass man sich dem direkten Gespräch stellt, dass, ja, dass auch kritische Fragen kommen können. Und für mich sind solche Abende auch ein Teil eben der politischen Kultur, wie man miteinander umgeht, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Dann ist man nicht ein Feind voneinander, sondern man hat unterschiedliche Meinungen, man versucht sich natürlich zu überzeugen mit guten Argumenten, aber man ist nicht der Feind des anderen. Und ich finde, diese gelebte politische Kultur, das ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt und das wir auch pflegen müssen. Und ich pflege das in dieser Form. Hinter der Abstimmung und dem ganzen Thema steckt ja elementar die Frage, ob diese Immigration, die Emigration, ob die ganze Migration uns am Wohlstand primär dringlich hilft, den zu halten, oder ob er diesen bedrängt. Da haben wir eigentlich wie praktisch eine Palette von Glaubenspositionen. Und in den Interviews, die Sie bis heute gegeben haben, ist Ihre Überzeugung ganz klar: Wir brauchen diese Einwanderung. Was sind die Hauptpunkte, warum Sie so überzeugt sind, dass wir die brauchen? In dieser Form. Also ich glaube, ich sage es etwas differenzierter. Die Einwanderung war immer, und das ist nicht spezifisch für die Schweiz, das gilt für alle Staaten und das gilt auch für die letzten 100 Jahre, immer wenn in einem Staat die Konjunktur gut war, gut lief, dann wurde das Land zum Einwanderungsland. Und wenn die Konjunktur schlecht ist, hohe Arbeitslosigkeit, dann wandern die Leute aus. Ich nenne das Beispiel Irland, das bis zu dem Jahr 2007 eine Arbeitslosenquote von 4% hatte. Eine blühende Wirtschaft, wie die Schweiz heute auch. Heute, wenige Jahre später, hat Irland eine Arbeitslosenquote von 13,6%. Die Wirtschaft hat sich nach der Finanzkrise nicht mehr erholt. Und Irland ist heute wieder ein Auswanderungsland. Es ist ganz interessant, diese Zusammenhänge zu sehen. Aber ich denke, das ist eine Sicht der Dinge. Es ist einfach ein Faktum ein Stück weit, auch ein historisches Faktum. Aber ich würde doch sagen, auch wenn die Zuwanderung sicher in dem Fall auch der Wirtschaft hilft und einen Beitrag leistet zum Wohlstand, hat sie immer auch negative Auswirkungen. Migration ist nie konfliktfrei. Und ich denke, diese, vor allem wenn die Bevölkerung rasch wächst, dann werden diese Auswirkungen umso stärker spürbar. Und das ist ein Stück des Unbehagens, das ich jetzt auch sehr stark wahrnehme bei vielen Begegnungen. Übrigens ganz ähnlich wie Ende der 60er Jahre, als die Schweiz in den 60er Jahren auch eine sehr starke Zuwanderung kannte, auch eine Wirtschaft, die wirklich anzog.
Und Ende der 60er Jahre hat man gesagt, das kann doch nicht immer so weitergehen. Dann gab es die Schwarzenbach-Initiative, die Abstimmung dann 1970 mit zum Teil sehr ähnlichen Aussagen. Die Bevölkerung hat dann die Initiative abgelehnt mit 54%. Aber, und jetzt ist wieder ein Gefühl, es kommen viele über längere Zeit jetzt, das kann das nicht so weitergehen. Und ich denke, das muss man sehr ernst nehmen, weil es verändert natürlich ein Land, wenn das Bevölkerungswachstum vor allem rasch vor sich geht. Es verändert auch das Zusammenleben, es gibt Herausforderungen. Und von daher sprechen wir eben auch über Wachstum. Und wir sprechen darüber, wie gestalten wir dieses Land im Umgang auch mit solchen Veränderungen. Es steckt ja dahinter auch, Sie sagen es mit Recht, die ganze Vorstellung, wohin soll diese Schweiz. Also was einem oft schon zu denken gibt, man möchte sehr gern wirtschaftliches Wachstum und man möchte neue Firmen ins Land holen. Wir hatten vor wenigen Tagen Schlagzeile der Zeitung, dass sich der Regierungsrat freut, dass man 200 neue Firmen nach Luzern geholt hat. Aber man denkt vielleicht nicht daran, dass Menschen kommen, die fahren wollen, die auch Geld verdienen wollen, die auch eine Sicherheit wollen, die auch wohnen wollen. Warum sind wir da so unfähig, diese Komplexität immer wieder zu begreifen? Warum glauben Sie, dass die Ängste dann sich so festmachen, einfach am Fremden, das einem ein Stück weit vielleicht bedroht? Ich kann mir vorstellen, dass wenn diese Veränderungen eben sehr rasch vor sich gehen, dass es dann eher bedrohlich wirkt. Ich meine, die Schweiz hat ja eine unglaubliche Fähigkeit bewiesen an Integrationskraft. Ja, wir haben einen hohen Anteil ausländischer Personen in unserem Land. Wir haben wir haben keine Banlieue, wir haben keine ausgegrenzten Quartiere, wo man sagen kann, das ist wirklich nicht mehr die Schweiz erkennbar. Wir haben eine unglaubliche Integrationskraft. Aber wenn das eben schnell vor sich geht und wenn dieses Wachstum, und Sie haben jetzt gesagt 200 Firmen, wenn das in sehr kurzer Zeit ist, dann kann es eben sein, dass diese Form von Wachstum plötzlich auch negative Gefühle auslöst. Und es ist auch so, ich denke, wir haben vielleicht in Bezug auf das Wachstum, kommen wir in eine Phase, wo wir uns mehr überlegen müssen, welche Form von Wachstum wollen wir denn? Es gibt verschiedene Formen, es gibt auch ein qualitatives Wachstum. Und es gibt ein Wachstum, das zum Beispiel, ich sage Ihnen das Beispiel meiner Wohngemeinde in Könitz, die hat in den letzten Jahren keinen Quadratmeter Land mehr eingezont, also als Bauland, und ist trotzdem gewachsen, moderat, aber halt nicht dieses überhitzte Wachstum. Und ich denke, das sind Überlegungen, die wir machen. Kanton Zug hat die Regierung, ein Kanton, der ja sehr stark gewachsen ist, auch das wollte. Und jetzt hat der Regierungsrat gesagt, mit einem Richtplan, wir wollen nicht, dass das auf Kosten unserer Landschaft geht. Wir schützen unsere Naturlandschaft, wir wollen ein moderates Wachstum, aber wir wollen nicht mehr in dieser Form wachsen, wo vielleicht dann die Leute wirklich das Gefühl haben, und es zum Teil auch so war, dass die Landschaften darunter gelitten haben, dass die Bevölkerung sich verdrängt gefühlt hat, dass die Infrastrukturen nicht mehr Schritt halten konnten. Und ich denke, diese Frage, welches Wachstum wollen wir in Zukunft und wie gestalten wir das, das sind ganz wichtige Fragen. Das ist eigentlich die Frage, wie soll sich unser Land entwickeln? Das geht weit über die Frage der Migration hinaus. Also 20 Minuten hat genau die Frage heute zur Titelzeile gemacht. Was wäre mit einer 10 Millionen Schweiz? Können wir die verkraften? In dem Zusammenhang glaube ich, viele Ängste werden auch geschürt, weil man eigentlich täglich andere Zahlen liest. Wenn man die Statistiken anschaut, welches Bundesamt mit welchen Wachstumsraten rechnet, da gab es auch jüngst irgendeinen Beitrag im Fernsehen, die einen rechnen bis 2020 mit vielleicht nur 8 Millionen, andere mit gegen 10 Millionen und. Was glauben Sie, was kann dieses Land verkraften? Also 10 Millionen, kann man darüber spekulieren, ob wir das noch auf eine gute, verträgliche Art auch verbindlich sozial auffangen können? So Szenarien. Der Bundesrat hatte in den 60er Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, wo man genau diese Frage abgeklärt hat. Man hat gesagt, man möchte mal wissen, wie viele Menschen erträgt die Schweiz, wie wird sich dieses
Wachstum, dieses Bevölkerungswachstum entwickeln. Und die Studie hat damals gesagt, vorausgesagt, als Prognose, im Jahr 2000 werden 10 Millionen Menschen in der Schweiz leben. Jetzt sind wir 2014, es sind 8 Millionen. Ich muss Ihnen sagen, solche Zahlen jetzt zu nennen und zu sagen, oder bis dahin kann es gehen oder nicht weiter. Es gibt eine interessante Feststellung, man hat ja das Gefühl, wenn man in Zürich ist, in der Stadt, das ist jetzt wirklich eine Größe und eine Dichte, die vielleicht langsam unerträglich geworden ist. Ich sage Ihnen einfach Folgendes: Wenn die Stadt Zürich in den nächsten 10 Jahren weiter so wächst wie in den letzten Jahren, dann wird sie in 10 Jahren so viele Einwohner haben wie in den 60er Jahren. Ja, ich meine, der Verweis auf die 60er Jahre ist ohnehin, glaube ich, ein Stück weit auch beruhigend, weil wir hatten da Zeiten, wo 200.000 in der Bilanz ins Land kamen. Heute spricht man von 76.000 jetzt im November, Dezember. Und Sie haben es vorhin gesagt, das sind Wellen. Wenn es dann vielleicht mal wieder schlechter geht, werden Leute wieder nach Hause gehen. Glauben Sie, diese Dynamik ist auch immer wieder auszutarieren durch die Politik? Sie haben mal gesagt, das Problem können wir nicht lösen, wir müssen es gestalten. Ja, also nur um noch zu sagen, wie es dann nach den 60er Jahren weiterging. Oder? 1974 war die große Erdölkrise, die Wirtschaft stagnierte, die Arbeitslosigkeit erhöhte sich massiv und die Bevölkerung sank. Also es hat nicht nur nicht zugenommen, sondern hat abgenommen. Oder? Jetzt ist nicht das, was ich mir wünsche. Oder? Ich denke, diese Wellenbewegung haben eben immer beide Seiten. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns überlegen, eben welche Art von Wachstum wollen wir. Nicht, dass wir einfach die nächste Rezession brauchen, hohe Arbeitslosigkeit. Wir hatten in den 90er Jahren ein Nullwachstum, eine relativ hohe Arbeitslosigkeit und praktisch keine Einwanderung. Oder? Und ich denke, ein Stück weit macht diese Konjunktur die Wellenbewegungen. Aber was wir uns überlegen müssen, ist eben, welche Form von Wachstum wollen wir? Und was bedeutet ein qualitatives Wachstum? Und ich bin schon der Meinung, dass wir uns auch überlegen, welche Zuwanderung wollen wir? Es ist ja nicht so, dass heute die Zuwanderung nicht geregelt wäre. Also die Personenfreizügigkeit basiert ja auf der Grundlage, dass aus Europa in die Schweiz kommen kann, wer mit einem Schweizer Unternehmen einen Arbeitsvertrag hat. Das ist eine regulierte Zuwanderung. Nur wer einen Arbeitsvertrag hat, kann hierher kommen. Und wer aus den Drittstaaten von außerhalb von Europa kommt, da gibt es Kontingente. Faktisch 8.500 Personen können von außerhalb Europa kommen, nur wenn sie hochqualifiziert sind, ganz klare Vorschriften. Wir haben aber noch weitere Regeln. Man kann nicht einfach in die Schweiz kommen mit einem Arbeitsvertrag und dann irgendwie mit Lohndumping alle anderen Schweizer Arbeitnehmer aushebeln. Dafür haben wir die flankierenden Maßnahmen. Wir haben gesagt, wir wollen die Zuwanderung, wir wollen die Personenfreizügigkeit. Das ist eine Öffnung gegenüber Europa, aber in der Schweiz sollen weiterhin Schweizer Löhne bezahlt werden. Das haben wir mit den flankierenden Maßnahmen selber festgelegt. Von daher haben wir durchaus eine regulierte Zuwanderung, aber sie ist offen insofern, dass sie zahlenmäßig nicht beschränkt ist. Aber die Regel ist, es kann nur kommen, wer einen Arbeitsvertrag hat. Und, muss ich noch sagen, man darf seine Familie mitbringen. Ich nehme zur Kenntnis, im Moment ist das umstritten. Ich muss Ihnen sagen, ich habe wirklich null Verständnis. Das ist die Vorstellung, dass jemand kommen hierher zum Arbeiten, aber die Kinder, die muss er zu Hause lassen und die Frau auch noch. Die soll er dann wieder sehen, wenn er wieder zurückgeht. Oder die Erinnerung an das Saisonierstatut, oder? Man gesagt hat, die Familie darf nicht kommen. Die Realität war, dass die Familien häufig gekommen sind, dass sich die Kinder verstecken mussten, die Frauen verstecken mussten. Also das ist nicht ein Zustand, wo ich zurückkehren möchte. Sie sprechen es jetzt an, Saisonierstatut, das wäre ja auch verbunden mit Kontingenten. Wenn man wieder Kontingente einführen würde, Sie sagen in einem Interview, das löst die Probleme nicht. Von außen hätte man den Eindruck, man kennt Beispiele aus Kanada, wo man für genau spezifische Berufsgattungen hat man bestimmte Quoten. Im Sinne einer beruhigenden Lenkung, weil man die Angst auch in der Bevölkerung ernst nimmt, denken Sie, Quoten, Kontingente sind völlig
Also eigentlich sinnlos. Ja, ich komme jetzt noch einmal auf die 60er Jahre zu sprechen. Sie haben es gesagt, wir hatten dort durchschnittlich 140.000 Menschen, die zugewandert sind, in den Spitzenjahren über 200.000. Wir hatten damals das Kontingentsystem. Also zu meinen, mit Kontingenten würde man automatisch eine tiefe Zuwanderung haben, das ist einfach falsch. Und warum hatten wir damals eben diese hohe Zuwanderung? Weil die Wirtschaft diese Arbeitskräfte brauchte, oder? Und deshalb ist die Gleichung mit Kontingenten, könnten wir eine tiefe Zuwanderung haben, mit der Personenfreizügigkeit haben wir eine hohe Zuwanderung, das ist falsch. Wir sprechen hier nur über die Art der Zuwanderung, und wenn Sie das kanadische Modell ansprechen mit dem Punktesystem, ja, ist das dann eine bessere Zuwanderung? Wenn ich so und so viele Punkte erfülle, dann kann ich einfach kommen, habe aber unter Umständen keinen Arbeitsvertrag und gehe dann in die Sozialhilfe. Und bei uns mit der Personenfreizügigkeit muss ich zuerst einen Arbeitgeber haben, der mir einen Arbeitsvertrag gibt. Das ist doch das, was ich genau nach Angebot und Nachfrage aufeinander angepasst ist. Also ich denke, das ist eigentlich ein Modell, das viel realistischer abbildet als ein Punktesystem. Ein Kontingentsystem hat dann noch ganz andere Probleme. Also die Initiative gegen die Masseneinwanderung steht ja noch, dass es einen Schweizer Vorrang gibt. Also für jede ausländische Arbeitskraft, die man anstellen möchte, müsste man zuerst den Beweis erbringen, dass man einen Schweizer oder eine Schweizerin gesucht hat, mit Inseraten, nicht gefunden hat und deshalb jetzt ein Gesuch einreicht und für die Anstellung einer ausländischen Arbeitskraft. Stellen Sie sich das vor, für ein KMU? Oder? Also jeder kleinste Betrieb müsste jedes Jahr... Jede einzelne Arbeitskraft, ja. ein Dossier beim Kanton, und das wird dann beim Bund geprüft, einreichen. Stellen Sie sich das vor. Am Schluss wissen Sie dann nicht, ob das Kontingent überhaupt, ob es noch Stellen hat oder nicht. Also keine Planungssicherheit mehr. Ich sehe einfach die Vorteile nicht, aber ich sehe eine ganze große Anzahl von Nachteilen. Wenn wir es ein bisschen ideologisch anschauen, könnte man kritisch sagen, dass eine Linke, vielleicht grüne Linke, eine Zeit lang auf eine idealisierende Weise die Multikulturalität gefeiert hat. Und dass vielleicht oder ganz sicher daneben die Rechte ein Isolationismus, nationales zurückgezogen, Heizwesen wieder zelebriert hat. Die beiden Varianten sind ja untauglich. Und Sie sagen oft in Gesprächen auch, Sie nehmen die Angst ernst, die Betroffenheit. Wo gibt es Punkte, wo Sie vielleicht selbstkritisch sagen, man hat über Jahre gewisse Ängste zu wenig ernst genommen? Gibt es Bereiche, wo Sie das Gefühl haben, es gab ja jetzt gerade gestern wieder Maßnahmen im Bereich der Sozialleistung, dass man nicht gleich praktisch vom ersten Tag diese auch anmelden kann, diese Bedürfnisse. Sind das Aspekte, wo man sagt, ja, vielleicht muss man signalisieren, es braucht auch eine Leistung in diesem hiesigen Sozialsystem, bevor man eigentlich profitieren kann? Ich muss vielleicht nur etwas zur Multikulturalität sagen. Es stört mich ein bisschen. Dieser Begriff hat jetzt so richtig einen negativen Beigeschmack bekommen. Mich stört das. Ich muss sagen, für mich ist die Zuwanderung, die Migration nicht nur ein Thema. Jetzt im Moment spricht man da sehr ökonomisch darüber, bringt es Nutzen, Schaden und so. Aber ich finde letztlich gerade unserem Land, das ja von verschiedenen Kulturen geprägt ist, und es ist ja auch eine Stärke unserer Schweiz, dass in unserem Land die unterschiedlichsten Kulturen, Sprachen sich immer wieder zusammenraufen und zusammenfinden, aber sich auch bereichern gegenseitig. Und für mich ist die Migration ganz stark auch eine Bereicherung, oder? Wir müssen einfach ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt vor lauter Ängsten und Problemen fast nur noch darüber sprechen und dass wir einfach nicht vergessen, dass ich denke, gerade die verschiedenen Kulturen, ich sage jetzt nicht immer Pizza und Spaghetti und Kebab, ist auch das, aber ich finde wirklich, unser Land lebt auch von dieser verschiedenen Kulturen und eben von der Kraft, sich immer auch wieder zusammenzufinden und vom Zusammenleben. Nun, Ihre Frage, hat man diese Ängste jetzt oder doch zu wenig ernst genommen? Nein, ich finde eigentlich nicht. Ich meine, wir haben mit der Einführung der Personenfreizügigkeit diese flankierenden Maßnahmen beschlossen. Wir haben vom ersten Tag an gesagt, nicht einfach Türen öffnen, reinkommen, das kommt auf jeden Fall gut. Natürlich, das war dann damals politisch, ich erinnere mich sehr gut, diese flankierenden Maßnahmen, die haben die Sozialpartner ausgehandelt, also Arbeitgeber und Gewerkschaften.
und das war auch politisch nicht unumstritten, aber heute ist man sich einig, dass die Voraussetzung in der Schweiz werden Schweizer Löhne bezahlt und man holt ausländische Arbeitskräfte, weil man sie braucht, weil wir vielleicht Fachkräfte nicht genügend haben, aber nicht einfach, um unsere Arbeitsbedingungen zu untergraben und zu verschlechtern und Lohndumping zu betreiben. Das würde unsere Bevölkerung nie akzeptieren und zu Recht nicht akzeptieren. Wir sind uns bewusst, dass volkswirtschaftlich beträchtliche Differenzen sind zwischen unterschiedlichen europäischen Staaten und dass deshalb gerade eine Schweiz sich auch mit solchen Regeln auch absichert, dass wir sagen, wir wollen ein offenes Land sein, einen offenen Arbeitsmarkt haben, aber gleichzeitig wollen wir die Regeln festlegen. Nun, wenn Sie sagen, es gibt noch andere Themen, ich würde sagen, wir haben vielleicht in anderen Bereichen unterschätzt, dass dieses Bevölkerungswachstum doch auch jetzt, ich sage nicht nur Ängste, sondern real auch Verschiebungen ergibt. Oder es gibt Städte in der Schweiz, wo es echt schwierig geworden ist, ich sage mal für Familien, bezahlbare Wohnungen zu finden. Das ist eine Realität. Und natürlich, wenn die Bevölkerung wächst, wir brauchen auch alle immer mehr Wohnraum, aber wenn die Bevölkerung wächst, dann steigt dieser Druck. Es ist klar, unsere Mobilität hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Wir pendeln alle immer mehr und vor allem immer weiter. Aber wenn natürlich mehr Menschen im Land sind, dann gibt es mehr Verkehr. Das stimmt. Und ich sage vielleicht noch ein Beispiel, auch die Zersiedelung. Ich meine, das ist kein neues Phänomen und das hat auch mit der Migration herzlich wenig zu tun. Aber wir haben über Jahre hinweg gesündigt. Wir haben wirklich zu wenig Sorge getragen zu unseren Landschaften. Und natürlich auch hier, wenn die Bevölkerung wächst, wächst auch der Druck. Und da denke ich, da haben wir jetzt echt Handlungsbedarf. Und deshalb hat der Bundesrat gestern in den wohnungspolitischen Maßnahmen gesagt, es gibt Möglichkeiten, der Bund kann nicht alles alleine regeln, deshalb haben wir auch mit den Städten und mit den Kantonen zusammengeschaut. Und ich denke, gerade die Stadt Luzern hat ja beschlossen, dass man investieren will für günstige Wohnungen, damit eben Familien auch in der Stadt weiterhin auch leben können. Ich meine, mit der Zersiedelung. Die Bevölkerung hat mit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative, sind wir ehrlich, einfach gesagt, Schluss jetzt, Stopp. Wir haben genug von dieser Zersiedelung. Es war ein bisschen ein harter Schlag für gewisse Leute. Aber mit dem Raumplanungsgesetz, ich habe Ihnen vorher den Kanton Zug erwähnt, man hat die Instrumente. Oder? Und da denke ich, da ist vielleicht jetzt mehr Dynamik hineingekommen, dass wir das jetzt an die Hand nehmen. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Wir haben am 9. Februar noch eine andere Abstimmung, FABI, Eisenbahnausbau. Ja, ich meine, man kann nicht einfach sagen, überfüllte Züge, sondern wir haben in diesem Land immer wieder investiert in unseren hervorragenden öffentlichen Verkehr und ich hoffe, die Bevölkerung macht das am 9. Februar auch, indem sie Ja sagt zur FABI-Vorlage. Sie haben gerade Zug angesprochen. Zug hat ja als einer der ersten Kantone, der ja eine sehr starke Wachstumskurve hatte, gesagt, jetzt ist es ein Stück weit zu weit. Ist das eine Maßnahme, also man will im Bereich Wohnen, im Bereich auch Mobilität, will man versuchen, Parameter zu setzen, um quasi ein kontrollierteres, qualitatives Wachstum zu erreichen? Denken Sie, ist das ein Fanal für eine neue Art, in die Zukunft zu denken, auch für andere Regionen? Absolut. Absolut. Ich denke, solche Beispiele sind ja der Beweis dafür, dass wir das an die Hand nehmen können, aber auch müssen. Und es zeigt gleichzeitig auch das Zuwanderungsmodell. Jetzt mit einer Initiative, wo wir sagen, wir gehen jetzt, die Personenfreizügigkeit ist schuld an allem, das steht so ein bisschen dahinter. Jetzt gehen wir zurück zu einem Kontingenzmodell, schaffen uns eine riesen Bürokratie, vielleicht auch noch Probleme mit der EU. Und von den Dingen, die ich jetzt angesprochen habe, wie wir unser Land gestalten, indem wir eben raumplanerisch klare Grenzen setzen, indem wir wohnungspolitisch, eben verkehrspolitisch auch jetzt wirklich die Dinge an die Hand nehmen, indem wir auch auf dem Arbeitsmarkt, ich meine, diese flankierenden Maßnahmen sind nicht einfach abgeschlossen. Wenn wir sehen, dass Missbräuche entstehen, zum Beispiel in Branchen, wo es einen Gesamtarbeitsvertrag gibt, aber der dauernd unterlaufen wird von ausländischen Firmen, dann sagen wir Stopp, dann erklären wir diese Gesamtarbeitsverträge für allgemein verbindlich und dann gelten sie für alle und dann verstärken wir die Kontrollen. Oder? So handelt dieses Land und ich denke, diese Zuversicht und diese Kraft, die muss die Bevölkerung spüren, dass die vorhanden ist und dass hier Bund,
mit den Kantonen, mit den Städten zusammen wirklich hier die Sachen anpackt. Und es gibt eben sehr überzeugende Beispiele. Jetzt trotzdem, wenn immer wieder mal ein bisschen Skepsis kommt von der Bevölkerung gegenüber der Regierung. Es kann zum Beispiel sein, man liest mal, die Ventilklausel hat nicht funktioniert, das Dublin-Abkommen funktioniert, Schengen nicht. Also man droht ja in so einen rein technokratischen Diskurs zu kommen. Und oft werden dann mit so Maßnahmen vielleicht zu strenge Erwartungen verbunden. Und wenn es nicht genau so zutrifft, ist natürlich schnell das Vertrauen verloren. Also könnte man sagen, dass man da vielleicht teilweise eben zu technokratisch auch diese Sachen mit so klaren Erwartungen verbunden hat. Und heute zugeben muss, dass es eben nicht so leicht ist. Ich bin nicht sicher, ob das Wort technokratisch das Richtige ist. Es sind komplexe Fragen. Und die bieten sich an für starke Vereinfachungen. Und in der Komplexität halt zu bleiben und sich dieser auch zu stellen, das ist anstrengend, das ist anspruchsvoll, das ist vielleicht das, was, ja, es braucht eine Anstrengung. Es sind auch sehr emotionale Themen und nur damit das klar ist, ich liebe emotionale Themen. Ich finde Emotionen in der Politik auch etwas sehr Gutes. Also ich würde nie sagen, die Leute entscheiden aus dem Bauch heraus und deshalb ist es schlecht. Ich denke, eine gute Mischung, oder? Das ist eigentlich das Geheimrezept von Bauchgefühlen und dann auch ab und zu wieder den Kopf einschalten. So, wenn man da eine gute Mischung, das Herz, finde ich, spielt auch eine wichtige Rolle. Aber und in diesen Themen, in dieser Komplexität, das ist vielleicht manchmal schwierig, auch differenziert zu bleiben. Ich hatte mal das Vergnügen, im letzten Jahr im Parlament zu vertreten. Sie haben vorher gesagt, Dublin funktioniert nicht, oder? Und Schengen, diese offenen Grenzen, die bringen mehr Kriminalität und Dublin funktioniert nicht. Wir haben immer noch Asylsuchende. Also ich sage nicht, das sei so, sondern es taucht auf. Aber man hat dann im Parlament einen Vorstoß gehabt, man soll Schengen-Dublin kündigen. Mhm. Und dann habe ich wirklich mit großer Lust, muss ich sagen, mal aufgezählt, was das bedeuten würde. Und die Motion war einfach weg. Mhm. Also ich kann dann auch sehr einfach werden, wenn es sein muss. Eine Ebene, die auch immer reinspielt, Sie haben es jetzt angesprochen, das geht ja letztlich um die Frage auch, wie gehen wir weiter im Kontakt zu Europa. Wenn man vergleicht, das war auch ein Zufall, gestern Abend habe ich zwei Tagesschauen, die bei ZDF und die Schweizerische hintereinander angeschaut. Die Schweiz berichtet über diese neuesten Ideen rund um die Sozialleistungen und die Kontrolle für billigere Wohnungen. Eher ein bisschen, ja, so nicht gerade vielleicht hämisch, aber so in die Richtung, jetzt sind sie im Stress, weil diese Abstimmung kommt, jetzt machen sie noch schnell was. Die Deutschen haben gestern berichtet darüber, wie groß ihre Zuwanderung war im letzten Jahr. Und de Maizière hat stolz vor dem Parlament gesagt, die Einwanderung funktioniert. Wir sind stolz, wir haben 200.000 neue Einwanderer. Wir brauchen die, wir könnten das sonst nicht machen, das nicht, das nicht, das nicht. Also meine Frage, ist es nicht oft auch eine Frage des Stils, dass man sich nicht dauernd in die Defensive drängen lässt, sondern weiter eine Migrationspolitik vielleicht entwickelt, die den Leuten die Komplexität ein bisschen breiter auch verbindet und vermittelt? Ich würde das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ich erlebe das sehr stark. Also ich bin in anderen Staaten, nennt man mein Departement Innenministerium, also zuständig für Sicherheit und Migration. Also und dann Justiz, aber in der Schweiz haben wir ja verschiedene Ministerien in einem Departement. Und wenn ich Innenministerin bin und mich eben in der Schweiz bewege, dann gibt es diese Diskussionen, die ich sehr ernst nehme, die auch wirklich geführt werden und es beschäftigt die Leute und wenn es etwas die Menschen beschäftigt, dann ist das so und dann will ich mich auch damit auseinandersetzen. Ich bin aber praktisch jeden Monat in Brüssel, ich bin die einzige Bundesrätin, also das einzige Mitglied im Bundesrat, die wegen Schengen-Dublin eben eine institutionalisierte Zusammenarbeit hat. Ich sehe also praktisch jeden Monat alle
Migrations- und Sicherheitsminister, also Innenminister aller europäischen Staaten. Und das ist schon sehr spannend, das sind dann wie zwei Welten, oder? Dann habe ich eben meine Kolleginnen und Kollegen, die mir erzählen, wie sie ihre Anstrengungen jetzt noch verstärken, um Menschen in ihr Land zu bringen, um Fachkräfte zu finden, wie stolz dass sie sind, dass ihnen das gelingt. Der irische Kollege, der eben sagt, wir haben eine Auswanderung, es ist eine Katastrophe, unsere besten Leute verlassen unser Land im Moment, stellt euch das vor, die Leute kommen nicht mehr zu uns, oder? Und dann kehre ich jeweils am Abend von Brüssel nach Hause zurück und da muss ich so den Fokus wieder wechseln und sagen, okay, aber hier ist das jetzt ein Problem, die Zuwanderung. Und es ist eben beides. Ich muss Ihnen vielleicht das Beispiel ich war letztes Jahr in Angola und ich habe dort realisiert, auch die Vorstellung, oder, dass die Migration immer vom Süden nach Norden kommt, also von den armen Ländern in die reichen. In Angola hat man mir gesagt, es sind jetzt in den letzten Jahren 200.000 Portugiesen nach Angola gekommen, die nehmen uns die besten Arbeitsplätze weg, die arbeiten zu Dumpinglöhnen, uns stört das extrem, oder? Ich habe gemeint, ich höre nicht richtig. Angola ist aber auch ein massives Einwanderungsland von allen umliegenden Staaten, so wie wir eine tiefe Arbeitslosenquote haben, also gute Arbeitsmarktsituation, gibt es in Angola Diamanten. Angola ist ein massives Zuwanderungsland und ich war dort auch in einem Aufnahmezentrum und ich habe dort in Angola junge Menschen gesehen, Männer aus Guinea, die per Boot gekommen sind an die angolanische Küste und dort aufgefischt worden sind. Sie waren halb verdurstet, sie waren am Tropf. Man hat gesagt, man macht sie wieder lebensfähig und bringt sie dann zurück nach Guinea. Also auch die gleichen Diskussionen. Sie suchen Asyl in Angola, aber sie bekommen keines, weil es sind Wirtschaftsmigranten und sie müssen zurück. Und wenn man sich das vorstellt, das ist ein afrikanischer Staat. Ich denke, wir sind manchmal sehr zentriert, nicht nur auf die Schweiz, sondern auch auf Europa. Und wir müssen unseren Blick gerade in Bezug auf die Migration immer wieder öffnen, um zu verstehen, dass Migration eben ein Thema ist, das weltweit beschäftigt und bewegt und in unterschiedlichsten Konstellationen. Das hat Ihnen nicht so gut gefallen, der Begriff technokratisch, aber trotzdem, manchmal hat man den Eindruck, man müsste mehr über die Menschen reden, weil man redet quasi pauschal über die Fremden, macht aber oft die Unterschiede wieder nicht, die wirklich Flüchtigen, die Hilfe brauchen, dann die Armutsmigration, dann die Leute, die wir unbedingt brauchen, diese qualifizierten Fachkräfte. Könnte es sein, dass man zu spät eigentlich vermittelt hat, wie breit diese ganze Palette der Migrationspopulation sind, dass man da teilweise so in ein diffuses Fremdenbild hineingerät, weil man es von der Angst her, die man spürt, einfach auch so spiegelt, wie es einem entgegenkommt. Also ich meine, stolz lese zum Beispiel, die Secondos seien die besten Soldaten. Wenn wir mal alle Ausländer in der Swiss League mit weißen Gesichtern Fußball spielen ließen, würden wir feststellen, 2/3 sind ehemals Ausländer, oder? Müsste man nicht stolzer auch diese Population zeigen, präsentieren über irgendwelche Kampagnen? Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt eine Kampagne machen. Ich denke, Sie sind ja präsent. Was manchmal erstaunlich ist, das wissen wir ja auch aus Abstimmungen, dass eigentlich an den Orten, jetzt auch in der Schweiz bei Volksabstimmungen, wo der Ausländeranteil sehr tief ist, dass dort die Befürchtungen manchmal fast am größten sind und in den Städten, es sind ja dort die höchsten Ausländeranteile, wo man sagen müsste, also wenn schon, müsste man dort irgendwie sagen, es ist für uns jetzt eine Bedrohung, dort sind eigentlich bei Ausländerabstimmungen eigentlich meistens ist dann die Kritik oder die, sagen wir, die Zustimmung zu Verschärfungen oder so eher tiefer. Das finde ich spannend, ist aber eigentlich vielleicht auch nicht überraschend, weil der direkte Kontakt, der direkte Austausch, der baut natürlich auch Vorurteile ab. Man macht sich weniger vielleicht Vorstellungen. Und wenn man nicht im direkten Kontakt ist, dann
dann gibt es eben vielleicht mehr dann Vorstellungen oder ich sage halt auch Vorurteile. Oder ich erlebe ja häufig, jeder sagt ja, meine Putzfrau, die Ausländerin, die ist nicht das Problem, oder? Die anderen, die möchte man nicht haben, oder? Das sagt sogar Herr Fehr, oder? Zum Beispiel. Ja, genau. Ich meine, es ist doch so, der einzelne Mensch ist das Problem nicht, auch für die Leute nicht. Wenn man den Fremden kennt, es gibt den schönen Satz von Klaus Leckewi, wer sich befreunden will, muss sich befremden lassen. Man muss es auch nicht wegdiskutieren, das andere darf einem auch befremden. Dann schafft man auch den Weg dazu. Sie könnten sich jetzt eigentlich zurücklehnen. Man hatte die SRG-Umfrage, 55% sind dagegen. Also alles getan. Aber es lauert ja dieser Minarett-Effekt ein bisschen hinter allem. Da hatte man die gleichen Prognosen und es hat dann gedreht. Was haben Sie für ein Gefühl jetzt nach diesen Wochen, wo Sie eigentlich dauernd in der Thematik unterwegs waren? Ich habe das Gefühl, es sind viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in einer Art Zwiespalt. Auf der einen Seite vielleicht wirklich das Gefühl, kann das so weitergehen? Es kommen schon etwas viele. Vielleicht hat man auch ein Erlebnis. Meine Tochter hat an der Uni die Assistentinnenstelle nicht bekommen. Die haben einen Deutschen genommen. Ja, man hat solche Erlebnisse, vielleicht in anderem Zusammenhang. Und auf der anderen Seite stelle ich schon fest, wenn man dann ganz konkret fragt, ja, was bringt dann die Initiative, also an Verbesserungen, die Zuwanderung wird nicht automatisch tiefer sein, eben das wissen wir ja aus den 60er Jahren. Dann diese ganze Bürokratiefrage. Dann die Frage, ich denke, es ist doch ungewiss, wie das mit der Europäischen Union, mit dem bilateralen Weg weitergeht. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen auch nicht, wie die EU reagieren würde. Natürlich spreche ich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, europäischen Kollegen darüber, auch mit der Kommissionsmitglieder der Europäischen Kommission. Sie sind besorgt, würde ich mal sagen. Aber sie haben größten Respekt auch vor unserer direkten Demokratie. Sie sagen, das ist eigentlich eine unglaubliche Verantwortung, die da die Bevölkerung übernimmt in solchen Fragen, die für dieses Land unter Umständen wirklich entscheidend sind. Über Jahre hinweg darf die Bevölkerung einfach ja oder nein im Geheimen, niemand fragt nach, oder kann man da den Stimmzettel deponieren? Und ich habe ein bisschen den Eindruck, in diesem Dilemma sind relativ viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dass sie schon merken, diese Initiative, also eine Lösung bringt sie sicher nicht. Sie bringt sicher sehr viel Ungewissheit, wie es weitergeht, auch was das eben für die Wirtschaft, für die KMU bedeutet. Und gleichzeitig hätte man vielleicht Lust, mal zu sagen, ja, aber irgendwie muss ich jetzt doch mal ein Zeichen setzen, oder? Und deshalb ist es mir schon ganz wichtig zu sagen, also diese Initiative eignet sich oder diese Abstimmung eignet sich nicht, um ein Zeichen zu setzen, weil das steht einfach drin. Es ist nicht mehr die Personenfreizügigkeit, es sind Kontingente und wir wissen, dass Kontingente und Personenfreizügigkeit einfach nicht vereinbar sind und dass auch die Personenfreizügigkeit in der Europäischen Union eine der vier Grundfreiheiten ist, also nicht irgend so ein Nebenverträglein, sondern wirklich ein zentraler Vertrag und von daher denke ich, schwanken viele Menschen und deshalb sind diese Umfragen, die lassen mich nicht zurücklehnen, im Gegenteil. Ich finde, es gibt jetzt einfach wirklich eine Aufgabe für alle Mitglieder des Bundesrates und wir nehmen sie sehr ernst, dass wir sagen, wir sollen einfach informieren und sagen, was möglich ist, was sein kann, was diese Initiative bringt, aber was sie auch nicht lösen kann. Gibt es betreffs EU überhaupt eine Vorstellung, dass es einen Weg gäbe, wenn diese Personenfreizügigkeit aufgekündigt wäre? Gibt es die Möglichkeit von der EU her, der Schweiz da Sonderrechte überhaupt zu geben? Oder müssten die bilateralen eins radikal neu diskutiert werden, von A bis Z quasi? Also ich habe gesagt, es ist die Personenfreizügigkeit ist eine der vier Grundfreiheiten, also das ist ein bedeutender Wert auch, das ist wirklich ein Wert in der Europäischen Union. Das System wäre nicht vereinbar, weil Personenfreizügigkeit heißt eben nicht Kontingente und nicht Höchstzahlen, sondern wie gesagt, das läuft über die Arbeitsverträge in den jeweiligen Staaten. Ich denke,
der Bundesrat müsste sicher Verhandlungen aufnehmen. Wir müssten auch die Interessen unseres Landes selbstverständlich vertreten. Es würde gleichzeitig ein Text in unserer Bundesverfassung stehen, an den wir uns auch halten müssen. Und wie diese Verhandlungen laufen würden, einfach schon mal die Vorstellung ist, um ein Verhandlungsmandat überhaupt zu bekommen, die EU müssten 28 EU-Mitgliedstaaten einverstanden sein für dieses Verhandlungsmandat, damit die Kommission verhandeln kann. Und wie das dann ausgeht, wie lange das es geht, wie man sich einigt, wir wissen es einfach nicht. Oder? Und dann, wenn die Schweiz wirklich eine Sonderregelung, eine Sonderbehandlung bekommen würde für diesen Bereich, dann müssten wieder 28 EU-Mitgliedstaaten Ja sagen dazu. Ich glaube, es wäre fahrlässig, jetzt zu sagen, es wird dann so sein oder anders sein, aber auf die leichte Schulter würde ich das nicht nehmen. Vielleicht, um aus dem engen Bereich Migration dann herauszufinden, eine kulturelle Frage. Es gibt eigentlich fast nur einen größeren, großen Schriftsteller, den Holländer Leon de Winter, der kulturell auch relativ massiv die Migrationsbewegungen kritisiert. Nicht die Bewegungen an sich, aber er sagt, das Entscheidende ist, dass die jeweiligen Länder doch den Mut haben, ihre Kultur zu vertreten und eigentlich zu verlangen, dass die Menschen die Sprache sprechen, dass sie auch akzeptieren, dass es hier andere kulturelle Werte gibt, die uns wichtig sind. Könnte das ein Bereich sein, der das alles auch ein bisschen entschärfen würde, dass man spürt, das ist nicht nur ein Kommen und Nehmen, sondern ist eine Wechselseitigkeit, dass man kulturell das, was sie später dann schätzen, an dieser Durchmischung, an diesen neuen Dimensionen, eigentlich erstens steht, wenn man kulturell auch wirklich voneinander etwas fordert. Ja, selbstverständlich. Also das ist der Inhalt des neuen Integrationsgesetzes. Der Ständerat hat das in der letzten Session verabschiedet, wo wir sagen, fördern und fordern. Das ist absolut klar. Ich glaube, das ist heute auch eigentlich anerkannt, ganz breit, auch in unserem Lande, dass man kommt, dass man gewisse Vorstellungen hat, dass man sich Regeln gibt für das Zusammenleben. Und für mich ist immer klar, mal das Allerwichtigste ist die Sprache. Oder? Wenn man nicht miteinander reden kann, dann ist auch keine Verständigung möglich. Dann ist auch kein Aufeinanderzugehen möglich, dann ist kein Austausch möglich. Und deshalb ist für mich absolut klar, die Sprache zu lernen, und zwar möglichst rasch, und alle, die hier bleiben und hier arbeiten wollen, das ist jetzt wirklich ein Erfordernis, das ich für zentral halte. Und da bin ich jetzt auch relativ sack, wenn es um hochqualifizierte, wichtige Persönlichkeiten geht, CEOs von großen internationalen Konzernen. Ich erwarte auch von Ihnen, dann machen Sie Ihr Statement in der Tagesschau in einer unserer vier schönen Landessprachen. Und wenn ich einen Brief bekomme von einem CEO von einem Schweizer Konzern oder einem Konzern mit Sitz in der Schweiz auf Englisch, dann antworte ich ihm auf Deutsch. Ich finde einfach, das sind so Grundregeln, die man erwarten kann. Es sind nicht die einzigen, aber ich denke, es beginnt sehr viel mit der Sprache. Oder im Moment, wo man miteinander sprechen kann, ist eben auch eine Verständigung möglich. Und der Ständerat hat das jetzt so verabschiedet, dass wir wirklich sagen, wir erwarten das. Wir machen ein Erstgespräch, wer in die Schweiz kommt, die Kantone organisieren das. Und wenn man sieht, dass es gewisse Integrationsdefizite gibt, dass zum Beispiel gewisse Werte in unserem Land, ich sage nur, die Gleichstellung von Mann und Frau, dass hier wirklich jemand kommt mit völlig anderen Vorstellungen, dann kann man Integrationsvereinbarungen machen, wo man abmacht miteinander. Das sind die Erwartungen, die man auch überprüfen kann. Und bei Drittstaaten und unter bestimmten Umständen, sogar auch Leuten aus Europa, kann man die Aufenthaltsbewilligung, ich sage mal das Ultima Ratio, auch wieder entziehen. Und ich finde das richtig. Also von daher denke ich, hat sich das schon etwas geändert, aber in einer sinnvollen Art und Weise, weil das Zusammenleben nur funktionieren kann, wenn man sich eben auch gemeinsam Regeln gibt. Wie gehen Sie um mit den Unkenrufen so aus dem näheren politischen Umfeld, wenn man von der Sprache spricht, kommt womöglich Bodenmann und sagt schon, das ist ein Tribut an die SVP, wenn Sie jetzt diese neuen Verfügungen in Sachen Sozialleistungen, kommt Philipp Müller und sagt, das kommt wie die alte Fasnacht. Also muss ja auch hart sein, man macht was und dauernd wird es kommentiert von den nächsten Kollegen und Kolleginnen. Ist das einfach das tägliche Brot? Oder wie gehen Sie damit um?
kommt schon ein bisschen darauf an, von wem die Kritik kommt, dass sie reden. Ob vom Wallis oder aus dem Aargau. Okay. Ja, okay. Gut, gehen wir vielleicht jetzt an der Stelle etwas über den Rand hinaus. Frau Bundesrätin, Sie waren ja schon als Ständerätin, als Nationalrätin eigentlich sehr visionär auch engagiert. Sie haben das berühmte Gurten-Manifest mitverfasst. Das war ja eigentlich so 2006, 2007 irgendwo, glaube ich, war das ein Versuch, die Schweiz auch im europäischen Umfeld neu zu denken. Sie haben dort, man sprach von einem New Deal, man hat sich überlegt, inwiefern könnte man stärker auch wieder Solidarität entwickeln, weltweit. Sie hatten eigentlich die ganz großen Themen auch der Sozialdemokratie befragt auf dem Hintergrund einer modernen Wirtschaftspolitik. Man hat da versucht, eigentlich das Soziale und das Wirtschaftliche enger zusammenzudenken. Wo bleibt für Sie Zeit, für so große Modelle noch als Bundesrätin darüber nachzudenken? Wo sind Ihre Hoffnungen, dass dieser Diskurs weitergeht? Ja, das erstaunt Sie jetzt vielleicht, diese großen oder ich sage vielleicht lieber tiefen Gedanken, die mich wirklich dann auch zutiefst bewegen, sind eigentlich meistens dort, wenn ich mich an einen Ort begebe, wo etwas passiert, und das mache ich relativ häufig. Also ich bin in einem Departement, wo ja, würde man mal sagen, fast alle Themen sehr polarisiert, sehr emotional sind. Es ist nicht nur die Migration, es sind auch andere gesellschaftspolitische Fragen, vom Strafrecht über Scheidungsrecht und Suizidhilfe. Aber deshalb versuche ich immer wieder hinzugehen an die Orte und mit den Menschen zu sprechen. Und ich sage Ihnen vielleicht zwei Beispiele. Ich war letztes Jahr an der griechisch-türkischen Grenze am Evros, wirklich dort, wo dieser Zaun steht. Griechenland hat ja einen 10 Kilometer langen Zaun aufgestellt. Und ich habe dort nachgedacht und auch zum Nachdenken angeregt. Also dafür habe ich einfach gemerkt, was ist eigentlich eine Grenze? Eine Grenze ist einerseits ja, der Abschluss eines Staates, der sagt, hier schließen wir uns ab und wir sagen auch, wer reinkommen kann und wer rausgehen darf, das ist meistens offen in den meisten Staaten. Aber ich habe dort auch gespürt, dass eine Grenze eigentlich immer auch durchlässig sein muss. Diejenigen, die eben dorthin kommen und Schutz suchen, weil sie verfolgt werden, die müssen diese Grenze passieren können. Und deshalb ist so etwas merkwürdig, dass eine Grenze auch Schutz bietet. Im Idealfall ist eine Grenze Schutz nach innen, aber sie muss auch Schutz geben denjenigen, die diese Grenze passieren können müssen. Und ich habe dort mit den Leuten gesprochen, die an dieser Grenze arbeiten, und sie haben gesagt, seit wir diese Grenze bewachen, haben wir nicht nur einfach Leute abgehalten, sondern wir konnten Leute auch davon abhalten, dass sie zu Hunderten im Evros ertrunken sind. Das hat mir dort, und ich denke, das sind so Momente, wenn Sie fragen, wo ich plötzlich merke, es gibt Gedanken, die viel weiter gehen als einfach technokratische Gedanken, wie regeln wir Schengen, Dublin und wie sind diese Verträge aufgebaut, sondern worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Grenzen sprechen. Und vielleicht einfach ein ganz anderes Beispiel, das Strafrecht ist ja auch ein sehr polarisiertes Thema, jedes Mal vor allem dann, wenn etwas ganz Schlimmes passiert. Ich war Ende letzten Jahres in einer Strafanstalt, und zwar, wo wirklich die Männer sind, mehrere hundert Männer, die wirklich lange Strafen absitzen. Und ich habe mit einem Verwahrten gesprochen, zu zweit, der jetzt 27 Jahre im Gefängnis war. Und er könnte jetzt rausgehen. Und er möchte auch rausgehen, und man ist jetzt der Meinung, er kann jetzt wieder das Gefängnis verlassen. Und das sind Momente, wo ich, wenn ich den Menschen vis-à-vis habe, der 27 Jahre im Gefängnis war und jetzt rausgehen kann und was in dieser Person vorgeht, der hat mir erzählt, er hat nicht erzählt, was er gemacht hat, aber wie er diese Zeit erlebt und vor allem, was ihm jetzt durch den Kopf geht, wenn er jetzt rauskommt und wie ihm die Menschen begegnen, wenn er ihnen sagt, ich war verwahrt, 27 Jahre, oder? Und wenn ich dann nachher über das Strafrecht und das Strafgesetzbuch spreche,
und die Gesetzesartikel behandle, auch im Parlament, dann sehe ich immer wieder dieses Gesicht. Und ich habe dann auch mit den Gerichtspsychiatern und mit den Gutachtern gesprochen und habe gesehen, wie Gedanken die Leute sich machen müssen, wenn sie entscheiden müssen, eine Prognose abgeben müssen. Wird dieser Täter wieder gefährlich? Bleibt er gefährlich für immer? Kann man ihn jetzt in die Gesellschaft zurückbringen? Wie bereitet man ihn darauf vor, oder? Und ich denke, das sind meine Möglichkeiten, den Horizont zu öffnen und auch die Menschen immer wieder ganz neu an mich heranzulassen, weil das finde ich ganz wichtig. Politik machen wir für die Menschen. Und deshalb sind das die Momente, wo ich glaube, wo ich eben nicht nur den Horizont öffne, sondern wo ich hoffe, immer wieder auch zu merken, wofür eigentlich diese Arbeit ist. Und im Zentrum steht für mich immer die Würde des Menschen. Sie beschreiben es jetzt sehr schön, als Sie gewählt wurden, 2010 als Nachfolger, eigentlich weil vakant wurde durch den Weggang von Moritz Leuenberger, als Sie das Justiz- und Polizeidepartement kriegen, hat man eigentlich leer geschluckt und gedacht, man sprach auch in den Medien von Strafaktion. Also und Sie heute, haben leer geschluckt? Ja, ich fand eigentlich auch, jetzt wünscht man sich, wenn diese Person mit diesen Fähigkeiten gewählt wird, würde man sie sich natürlich im Innern wünschen, zum Beispiel. Ich hätte jetzt genuinerweise andere Bereiche gesehen, wo man denkt, das wäre jetzt wirklich maßgeschneidert Simonetta Sommaruga. Wie haben Sie diese Qualität, diese unglaubliche Kraft dieses eigentlich Ressorts entdeckt? Weil Sie haben es jetzt beschrieben, es ist im ersten Anlauf eine völlige, eigentlich diese ganz harte Welt der Paragraphen, aber sie steht da für das höchste aller Güter, die Würde des Menschen. Also wie und wann haben Sie entdeckt, wie dynamisch und wie unglaublich vital diese Welt ist? Weil so vordergründig ist sie das nicht. Also wann hat es Sie begeistert, dass Sie dieses Departement eigentlich gekriegt haben? Und vielleicht einige bereuen, dass Sie das jetzt haben. Also das ist relativ schnell gegangen, weil ich eben, ich habe das früher schon immer gemacht, als ich als Parlamentarierin, ich habe ja viel Landwirtschaftspolitik gemacht, ich war immer auf den Bauernhöfen. Ich habe die Bauern besucht, ich habe das geliebt, bin mit ihnen in den Stall gegangen, ich habe mir erklären lassen, wie das mit den Maßen ein Problem ist und wir sind zusammen auf den Acker gegangen. Ich bin immer gerne hingegangen, um zu wissen nachher auch, wovon ich rede. Und ich habe das in meinem Departement sehr schnell gemacht. Ich erinnere mich gut, also ich habe am 1. November begonnen und ich bin dann am Tag vor Weihnachten, also damals im 2010, habe ich einen Besuch gemacht im Aufnahmezentrum, Erstaufnahmezentrum für Asylsuchende in Basel. Und einfach auch um hinzugehen, auch um mit meinen Mitarbeitenden zu sprechen, die dort sind, die auch an Weihnachten dann im Asylzentrum geblieben sind, selbstverständlich, weil sie gearbeitet haben. Und ich habe dort diese Menschen gesehen, es gab viele Kinder dort und es war wirklich am 23. Dezember, es hat mir wirklich das Herz ergriffen, einfach diese Kinder in diesem Aufnahmezentrum zu sehen, völlig ungewiss, was bringt ihnen das Leben, auch die Frage, oder wie habe ich es verdient, als Kind hier geboren zu werden und sie haben aus irgendwelchen Gründen, sind sie in einem anderen Land geboren, und haben jetzt eine lange Reise wahrscheinlich hinter sich schon und ein total ungewisses Leben, oder? Ich habe dann daneben auch noch das Ausschaffungsgefängnis, das ist in Basel gerade nebenan, besucht. Und Sie merken, das ist bei mir dann relativ schnell gegangen. Also ich einfach gemerkt habe, es geht immer um Menschen. Ich war letzte Weihnachten habe ich das Bundesamt für Migration besucht und ich bin dort auf die Postabteilung gegangen, mal dort, wo man nicht immer darüber spricht. Und habe die Mitarbeitenden dort, die machen jeden Tag, also sie bringen Dossier, um diese Asyldossier oder Einbürgerungsdossier zu verschieben oder an die Kantone zu verschicken. Die machen die laufen pro Tag zwischen 10 und 15 Kilometer, jeden Tag, um Dossier zu verschieben. Ich war dann im Untergeschoss und in diesem Untergeschoss sind über 1 Million Dossier. Ich habe sie gesehen, das sind ganz lange Gänge. Und ich habe mir dann vorgestellt, hinter jedem Dossier ist ein Mensch, ein Schicksal, eine Hoffnung, vielleicht eine zerstörte Hoffnung, hinter jedem dieser einzelnen Dossier. Und das ist wirklich so,
Das charakterisiert für mich mein Departement. Oder? Ich denke, es ist ein sehr menschliches Departement, ein sehr emotionales Departement. Und ich mag das. Ich habe es auch gerne, wenn es häscheret im Parlament, wenn man sich streitet. Ich habe eine sehr streitlustige Seite. Und von daher kann ich die im Departement auch sehr gut ausleben. Aber es war ja das Departement praktisch drei Generationen bürgerlich besetzt, und zwar immer. Echt, sogar immer, mit begonnen von Metzler über Blocher. Jetzt stelle ich mir vor, der Apparat ist dann eigentlich auch so geprägt. Wie lange braucht es, bis man eine neue Kultur auch entwickelt in einem so großen Departement? Was ja ein bisschen erstaunt, vielleicht etwas vom Wenigen, wo man denkt, ist erstaunlich, Sie haben wenig Frauen in Ihrer Umgebung. Ist das eine Erbschaft, dass man da stärker männlich orientiert ist, das Recht als eine klassische, eben strenge, analytische Dimension, oder ist es ein Zufall? Also Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ich habe es nicht so gerne, wenn Sie von meinen Mitarbeitenden als Apparat sprechen. und ich weiß nicht, woher Sie das haben, dass ich wenige Frauen in meinem Umfeld habe. Ich glaube, es war eine Befragung vor einigen Monaten. Da wurden alle Departemente aufgezeigt, wer hat in den Chefetagen wie viele Frauen. Und ja, das war für mich erstaunlich. Es waren, glaube ja, ich, da haben Sie viel. Offenbar meine Direktorin dann einfach übersehen. Das tut mir leid für Sie. Habe ich auch gesagt, es tut mir wirklich leid. Aber es ist manchmal so, dass nicht nur alles genau so ist, wie es in der Zeitung steht. Ich kann Sie also versichern, ich habe viele Frauen, ich habe viele sehr gut qualifizierte Frauen. Was ich allerdings feststelle, ist schon, dass, und das ist eine Schwierigkeit, die mich auch beschäftigt, dass es, aber das ist nicht mein Departement, sondern dass in unserer Arbeitswelt, und zwar in unserem Land, das Zusammenbringen von Beruf und Familie immer noch schwierig ist. Und ich bin das Departement mit dem höchsten Anteil Teilzeitarbeit. Und zwar nicht nur für Frauen, sondern ich habe relativ viele Männer und Väter in meinem auch unmittelbaren Umfeld, die Teilzeit arbeiten. Und ich fördere das immer, weil ich finde, ich möchte auch nicht, dass nur Frauen wählen müssen und Teilzeit arbeiten, sondern mein Ziel ist eigentlich, dass Väter auch mit einer großen Selbstverständlichkeit Teilzeit arbeiten können und dass sie deshalb nicht darunter leiden, auch die Frauen nicht, sondern dass man hier größtmögliche Flexibilität hinkriegt. Und ich fördere das ganz aktiv und ich hatte auch einen Direktor, der Teilzeit gearbeitet hat und ich habe gesagt, das ist wichtig, das ist auch ein Vorbild. Ich sage jetzt nicht, ich würde auch am liebsten Teilzeit arbeiten. Aber ich motiviere meine Mitarbeitenden, dass sie zwar den Beruf und diese Arbeit sehr ernst nehmen, weil es ist sehr anspruchsvoll, denke ich, auch im Umfeld einer Bundesrätin zu arbeiten, aber dass sie sich immer auch die Freiräume nehmen. Und die Familie ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich motiviere auch, Ferien zu nehmen oder auch Hobbys zu pflegen. Also ich denke, meine Mitarbeitenden sind dann am besten, wenn sie sich eben auch bewegen können und wenn sie nicht nur die Arbeit in ihrem Leben haben. Da kommt ein bisschen die Frage auch rein, wie kann man die Haltung entwickeln, damit man mit Themen, Sie haben es selber angesprochen, die eigentlich schwerlich klare Lösungen vor allem vorlegen können, wie kann man mit dieser Offenheit leben? Wir haben kurz vorhin darüber gesprochen, der Künstler ist sich da eher gewohnt, ob wir jetzt Echos, offenes Kunstwerk ansprechen, zu leben, damit das eigentlich die Grundfrage immer offen bleibt, dass man sie immer neu gestalten muss. Die Politik ist da völlig eigentlich in die andere Richtung disponiert. Man will Lösungen und da kommt einem oft der surrealistische Satz in den Sinn, wo es keine Lösung gibt, gibt es kein Problem. Ja, das würde ich jetzt so nicht unterzeichnen. Es gibt manchmal auch die Lust am Problem und auch die Lust, das gar nicht zu lösen. ich verstehe Politik eigentlich nicht im Sinne, Lösungen so in dieser abschließenden Form zu suchen. Für mich ist Politik auch ein Prozess. Ein Prozess immer wieder des Zusammenfindens. Und ich denke, die Vorstellung...
ich weiß es nicht, aber ich denke auch, die Bevölkerung erwartet jetzt nicht die perfekte Lösung. Ich sage Ihnen vielleicht das Beispiel, letztes Jahr hatten wir ja die gemeinsame elterliche Sorge, dieses Gesetz fertig beraten, also dass Eltern, die sich scheiden lassen, die sich nicht mehr entscheiden müssen, bekommt der Vater oder die Mutter das Sorgerecht, sondern automatisch bekommen das beide, Mutter und Vater, auch wenn sie sich scheiden lassen, bleiben sie Mutter und Vater. Oder? Und dort zu merken, ich finde das einen ganz wichtigen Schritt. Ich finde das auch gesellschaftspolitisch ganz wichtig. Auch eben beide bleiben auch in der Verantwortung. Übrigens, jetzt sprechen wir dann darüber auch in der finanziellen Verantwortung. Aber lösen tun wir deshalb diese Probleme nicht. Also wir werden Scheidungen nicht verhindern können. Wir können auch nicht sagen, jetzt geht es allen Kindern gut und es gibt nie mehr Krach. Es gibt nur noch die harmonischen Scheidungen, weil wir haben jetzt die gemeinsame elterliche Sorge. Aber es ist ein Beitrag. Und vor allem, und deshalb ist mir dieses Gesetz so am Herzen gelegen, weil ich habe immer gesagt, für mich ist das Kind im Zentrum. Ich kann eben Scheidungen nicht verhindern, ich kann auch nicht verhindern, dass sich erwachsene Menschen entfremden und vielleicht am Schluss sogar noch hassen, wenn es ganz schlecht geht. Aber die Aufgabe des Staates in dieser Frage ist dafür zu sorgen, dass das schwächste Glied, das Kind, möglichst optimale Bedingungen hat, dass es unter dieser Situation, für die es nichts kann, möglichst gut geschützt ist und dass seine Interessen möglichst gut gewahrt werden. Oder? Und das ist ein Beitrag, den ich leisten kann. Aber eine Lösung, denke ich, gibt es eigentlich in den wenigsten politischen Fragen. Aber das ist auch spannend, weil dann geht es immer weiter. Wenn wir zum Schluss vielleicht ein bisschen noch aufnehmen, Sie haben selber gesagt, Migrationspolitik zwingt uns eigentlich alle Parameter des politischen Alltags, unsere Vorstellung unseres eigenen Landes. Was wollen wir? Gibt es eine Vision, welche Schweiz will Simonetta Sommaruga? Was ist, was Ihnen als ein Grundelement dieser unserer nationalen, kulturellen Eigenart besonders am Herzen liegt? Was ist die Schweiz, die Ihnen vorschwebt? Und wird, können Sie im Bundesrat in diese Richtung gemeinsam auch Denkprozesse anregen? Wo passiert das? Wo wird über die neue Schweiz nachgedacht? Es ist jetzt nicht ein Bild, das ich mir im stillen Kämmerlein male, wie sieht diese Schweiz aus in 10 oder 20 Jahren. Ich glaube, Sie haben etwas sehr Wichtiges gesagt, oder? Wir haben eine Regierung, eine Konkordanz. Es sind 5 verschiedene politische Parteien in unserer Landesregierung. Wenn ich das meinen europäischen oder ausländischen Kollegen erzähle, dann sagt sie, um Gottes Willen, wir haben vielleicht eine Koalition, das ist schon schwierig genug, aber dass wir da wirklich mit dem politischen Gegner sozusagen in der gleichen Regierung sitzen, wie machen sie das? Oder? Und das finde ich jetzt zum Beispiel wirklich eine Qualität und ein Stück Identität unseres Landes. Und ich denke, Sie stellen ein Stück weit auch die Frage, was ist die Identität unseres Landes? Ist diese Konkordanz verbunden mit der direkten Demokratie, die Kräfte möglichst versucht einzubinden? Also nicht, wir lassen die Hälfte draußen und versuchen das Beste, oder wir lassen 49% draußen und 51% setzt sich durch, sondern wir haben eine unglaubliche Kraft, und das ist auch die Kraft der Konkordanz, immer wieder sich zusammenzuraufen. Und vielleicht damit Sie sich das konkret vorstellen können, oder? In der Bundesratssitzung jeden Mittwochmorgen beginnen wir die Sitzung und dann sitzen wir uns. Wir sagen einander Frau Finanzministerin oder Herr Volkswirtschaftsminister. Oder wir sagen uns den Namen, Frau Kollegin Leuthardt, aber wir sitzen uns. Und dann gehen wir nachher zusammen Mittagessen und dann duzen wir uns wieder. Ja, und das ist, denke ich, das ist eigentlich auch ein Stück weit Ausdruck davon, dass wir in dieser Bundesratssitzung ein Stück weit auch eine Rolle spielen. Also die Finanzministerin erstens hat gewisse Aufgaben, die Justizministerin muss manchmal einfach unangenehm sein und sagen, das ist nicht verfassungskonform, das geht nicht, das können wir nicht machen. Und dann haben wir natürlich auch unterschiedliche politische Vorstellungen und trotzdem sind wir uns, und ich denke, das bringen wir eben zum Ausdruck mit diesem Sie, wir sind ein Stück weit eine Schicksalsgemeinschaft und wir haben den Auftrag der Bevölkerung, gemeinsam
gute oder möglichst gute Lösungen für dieses Land zu erarbeiten. Diese Art des sich Zusammenraufens und auch immer, es gibt immer wieder andere Koalitionen, oder es gibt Leute, die meinen, es sei immer 5-2. Wir stimmen auch relativ selten ab im Bundesrat. Wir diskutieren und es bildet sich dann heraus. Aber diese Art der Politik, die lässt natürlich nicht die ganz großen Visionen zu, sondern die löst ein Problem nach dem anderen, die packt an. Natürlich versucht sie auch vorauszuschauen, was kommt auf uns zu. Aber es ist die konkordante Politik, die uns prägt in diesem Land, dass eben vielleicht nicht die ganz großen Schritte macht. Es ist ein langwieriger, langsamer Weg. Dann haben wir noch den Föderalismus. Die Kantone müssen einverstanden sein. Die Kantone nehmen die Gemeinden mit. Das ist auch ein schwerfälliges Voranschreiten und gleichzeitig ein sehr volksnahes. Wir sind sehr nahe bei der Bevölkerung. Wir haben häufig sehr austarierte Lösungen. Wir haben keine Extremlösungen. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Kraft dieses Landes. Die schweißt uns immer wieder, die zwingt uns immer wieder, uns zusammenzuschweißen. Eben mit den Kantonen, mit den Gemeinden, über die verschiedenen Sprachen und Kulturen hinweg. Und das ist für mich eigentlich schon etwas, ich sage nicht, dass wir da stillstehen können. Wir müssen das immer wieder anpassen. Die Globalisierung, die Veränderungen, die Migration verändert dieses Land auch. Aber diese Qualität, dieses Stück Identität, eben verbunden auch mit der direkten Demokratie, dem möchte ich Sorge tragen. Und dafür möchte ich mich engagieren. Und ich denke, das ist wirklich ein Stück Identität, zu dem, ja, das uns wirklich auch auszeichnet. Das war wahrlich ein staatsfrauliches Schlusswort. Herzlichen Dank, Simonetta Sommaruga, für dieses Gespräch. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen an der Stelle noch sagen, dass wir am 3. April weitermachen mit dieser Serie mit Rudi Imbach, dem Philosophen für mittelalterliche Philosophie, der in Fribourg Professor war und an der Sorbonne. Das Mittelalter wird da das Thema sein, was kann es für uns bedeuten. Wir reden auch über die Übersetzerschulen zwischen Islam, der arabischen Kultur, der jüdischen und der christlichen. Und dann werden wir Inge Feltrinelli haben am 15. Mai. Ich freue mich, wenn Sie wieder so zahlreich hier das KKL und unsere Reihe besuchen. Nochmal herzlichen Dank, Frau Bundesrätin Sommaruga. Danke. Thank you.